Berlin. Murat Topal, Comedian und heute bei Eine Stimme. Herzlich willkommen. Ja, danke. Ich freue mich, endlich da zu sein. Du hast ja in deinem Programm ganz viele Geschichten, die so aus deiner persönlichen Erfahrung eigentlich stammen, zu Comedy verarbeitet. Ja. Was ist der größte Witz, den sich die Politik im Moment leistet? Naja, so ein bisschen finde ich, dass man hat das Gefühl, etwas von den Leuten an der Nase herumgeführt zu werden. Ich finde es halt immer manchmal amüsant halt. Ich meine, gut, diese Wahlversprechen Jahr für Jahr, die kennt man ja, die man nun so parteiübergreifend auch trifft. Aber selbst so rebellische Parteien wie die Piraten zum Beispiel, die haben ja auch sich dem so ein bisschen hingeben müssen und du meinst, auch erkannt, diesen Wahlplakaten, bla bla bla. Ja, oder? Dem und auch halt da, auch erkannt, dass es eben doch nicht alles dann ganz so einfach ist, umzusetzen und die Revolution loszustarten, ja. Gibt es ein Thema, von dem du sagst, das ist für mich absolut wahlentscheidend? Ein Thema, das für dich so im Vordergrund steht? Naja, ich frage, es ist immer schwer, inwieweit kann man als Politiker, ja, inwieweit kann man die Gesellschaft mitnehmen? Ich finde halt, wir als Gesellschaft sind eher gefragt. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen altbacken, aber ich finde, was uns tatsächlich verloren gegangen ist, ist so ein bisschen ein gewisses Wertegefühl, ja, und so ein Schulterschluss. Ich finde, gerade wenn ich jetzt beispielsweise mich mit jungen Menschen unterhalte, ich bin dann auch so in ein, zwei Projekten mit drin, ja, wo du halt wirklich an so einer klassischen Ghetto-Schule dann vor den Kids stehst, ja, und dann einfach spürst, dass die auch bei aller Coolness irgendwo so ein Regelwerk vermissen und eigentlich nicht so richtig wissen. Sag mal so drei so eine Werte. Na, es ist halt, klingt echt immer so angestaucht, aber im Prinzip ist es das. Es ist halt der Respekt vor den Mitmenschen, ja, im Prinzip und damit auch vor sich selber, ja. Dann so eine gewisse Zielstrebigkeit halt, also auch zu realisieren, okay, ich kann halt nicht immer nur meinen Hintern breiter sitzen und erwarten, dass mir alles zufliegt, sondern halt auch wirklich für das, was man erreichen will, auch sich wirklich einzusetzen und aber auch die zu erkennen, und das, da finde ich gerade hier in Deutschland, das ist vielen abhandengekommen, zu erkennen, wie gut es uns eigentlich geht. Ich meine, man muss halt echt nur mal irgendwie einmal den Fernseher machen und siehst halt, unter welchen Umständen Menschen tagtäglich leben, ja, in Krieg, Hunger, Armut, und da zu realisieren, bei allen Problemen, die man hier hat, wie gut es einem eigentlich geht und was auch als junger Mensch für Potenzial hier steckt. Und gesellschaftlich, um das nochmal da abzuschließen, finde ich, ist es halt so, was man halt spürt, dass, was uns ein bisschen abhandengekommen ist, gerade den jungen Menschen einen Anreiz wiederzugeben, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Weil wenn mir das gelingt, dann kann ich auch wichtige und nötige Dinge konsequent einfordern. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich eine totale Klischeefrage. Du, deutsch-türkischer Hintergrund, spielt dieses Migrationsthema für dich bei der Wahl in irgendeiner Form eine Rolle? Spielt das überhaupt für dich eine Rolle oder ist das durch? Naja, einerseits kann ich es natürlich schon nicht mehr hören. Das ist halt in der Form immer wieder so, oh, das hat ja echt schon so ein Bart irgendwie. Und das ist immer wieder interessant, dass von jungen Menschen, die halt beispielsweise in der dritten, vierten Generation hier leben, immer noch von Menschen mit Migrationshintergrund, ich meine, was soll es, also das ist so, das ist halt lächerlich und es geht so auf Entfremdung, ja, von Leuten, die eigentlich nicht, gar nicht fremd sind. Also das ist so, auf der anderen Seite ist es natürlich schon, frage ich mich schon, okay, wer macht sich welche Gedanken um diese Themen, die ja tatsächlich ja nun leider immer noch wichtig sind, und habe dann die Hoffnung, ob es dann sich da auch halt mal was tut, ja, dass gewisse Dinge eben nicht mehr so pauschalisiert werden, ja, und man auch mal konstruktiv an den Problemen, die ja durchaus da sind, aber die mittlerweile kein, meiner ganz persönlichen Erfahrung und Meinung nach, kein Migrationsproblem, sondern eher Probleme sozialer Struktur oder Natur sind. Bist du eigentlich sauer auf die Leute, die nicht wählen gehen, oder ist dir das egal, du gehst wählen? Ich gehe wählen, ich muss es ab und an halt über Briefwahl machen, weil ich dann oft nicht in Berlin bin irgendwie so. Aber ich bin nicht sauer auf die Leute, ich finde es halt nur schade. Ich meine, das ist halt immer dieses Ding, über alles abzukotzen und sich zu beschweren. Und dann, ich meine, man hat nun mal hier in erster Linie das Mittel der Wahl, ja, um vermeintlich halt Dinge auch zu beeinflussen. Und bei uns gehen wir mal davon aus, dass es auch noch so ist, dass man Dinge einfach beeinflussen kann. Und also zu wählen ist immer so die Sache, es bietet einem halt die Möglichkeit, zumindest vermeintlich so einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Also so gehe ich da immer rein. Wer vertritt meine Interessen entweder am besten, oder wo habe ich halt das Gefühl, dass eben so diese Ausgewogenheit ich
herstellen kann, ja, um eben auch um Dinge zu verändern. Murat Topal, Strategiewähler. Eine Stimme. Danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne.